Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal wieder ein Bastel-Update. Ich hatte ja dieses Riesenkonvolut von Panalisa bekommen und da habe ich mich jetzt mit den letzten Stanzen beschäftigt gehabt, habe mir immer noch mal überlegt, was kann man da so zu machen, weil das die schwierigsten Stanzen für mich waren und was ich da so alles draus gezaubert habe, das erfahrt ihr heute, also bleibt dran. Ja, ich fange einmal an. Und zwar ist das einmal diese Stanze. Das ist eine kleine Fee. Das sind einmal hier die Haare, ein Kleidchen. Das kann man noch mal doppelt leeren. Dann hat sie einen kleinen Feenstab in der Hand. Diese beiden, das sind die Flügel, die Stanzen. Dann kann man einen Haarreifen machen und die Haare noch mal doppelt leeren und ein bisschen Zubehör dazu, so kleine Blümchen. Hier einmal noch. Das gehört mir zu den Schuhen. Und wie man sieht, komm mal näher ran. Ein kleiner Zahn hier oben. Und zwar ist das eine Zahnfee. Was macht man denn mit einer Zahnfee? Habe ich lange hin und her überlegt, aber ich glaube, ich habe eine ganz nette Idee, wie ich diese Fee umgesetzt habe. Ich zeige euch das einmal. Und zwar habe ich mir einmal hier so ein Oval ausgestanzt gehabt, doppelt geleert. Ich hatte von diesem neuen Action Ombre Block dieses Papier genommen, weil das so einen schönen Farbverlauf hat, habe unten so ein bisschen Glitzer gegen getan, die Fee einmal, wie gesagt, ausgestanzt, zusammengeklebt, auch so ein bisschen beglitzert, noch die Wangen so ein bisschen angebrusht und mit einem weißen Stift hier Lichtpunkte in die Augen gesetzt, diesen Haarreifen fertig geklebt, ein kleines Glitzersteinchen reingemacht und hier sieht man einmal, jetzt wird scharf, diesen kleinen süßen Zahn da oben, deshalb ist es eine Zahnfee. Zahnfee verschenkt man ja nun nicht alle Tage, deshalb habe ich eine kleine Box gemacht. Hier habe ich noch so kleine Nuvo-Drops an den Rand getan. Und jetzt drehe ich das Ganze mal um. Und zwar sieht das jetzt so aus. Von der Rückseite habe ich eine kleine Schachtel draufgeklebt. Ich zeige das einmal von der Seite. Hier ist noch eine so eine süße Rosette. Die habe ich von Kerstin in der Happy Meal mal bekommen. Die habe ich hier mit draufgeklebt. Die rundet das Ganze noch so ein bisschen ab. Dann sieht das nicht so leer aus. Und hier in dieser kleinen Box, die habe ich doppelt geleert, habe das nochmal ein zweites Mal durchgekurbelt, mir zurechtgeschnitten und drauf gemacht. Hier noch so ein Herzchensticker. So, und in dieser Box ist drin einmal hier so ein Zahn, den hatte ich noch. Das fiel mir so ein. Den kann man öffnen. Dann kann man da halt die kleinen Milchzähne hineintun und einmal aufbewahren das Ganze. Und den Zahn dann mit den ganzen Milchzähnen hier in die Box tun und kann man sich vielleicht beiseite stellen. Vielleicht werde ich das sogar für die Milchzähne von meiner Tochter nutzen. Die liegen auch nur ganz lieblos noch im Glas irgendwo. Dann hätte das im Grunde genommen eine schöne Verpackung und man weiß, oder ich weiß dann zumindest, da sind die Milchzähne meines Kindes verborgen. Einmal süß verpackt. So, das ist mir jetzt zu dieser Zahnfee so spontan eingefallen, so eine kleine Box zu machen, wo dann halt der Zahn reinkommt. Man könnte das ja auch im Wechsel machen. Man stellt das abends sein Kind hin, das tut da seinen Zahn hinein und morgens ist da eben der berühmte Euro drinne. Hier kommen einmal die nächsten Stanzen und zwar ist das ein Hund, den man auch wieder leert. Das ist einmal die Schnauze mit der Nase. Da kann man die Ohren doppelt leeren. Der hat noch einen kleinen Pulli an und das ist einmal das Gesicht. Dazu ist noch ein kleines Futterglas, was man verschieden gestalten kann. Entweder man kann das so mit kleinen Knochen machen oder mit diesem Pfötchen. Einmal unten den Rand leeren und nochmal als Deckel. Und ich habe dazu einmal auch das ganze Papier von Panalisa ausprobiert. Da hatte ich ja eine Menge bekommen und habe so ein ganz schlichtes kleines Album gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Da habe ich diesen Hund draufgeklebt. Das Album, das wird noch weiterziehen. Deshalb steht hier einmal Luna. Das werde ich einfach verschenken für jemanden, der einen Hund hat. Und die kann da viele kleine Fotos reinkleben, dachte ich mir so. Und ich habe jetzt einmal hier einfach ganz simpel dieses bunte Galaxy-Papier genommen und habe jetzt hier ein Album gemacht. Überall so mit kleinen Tags, habe das aber ganz schlicht gelassen, damit dann auch die Fotos zur Geltung kommen. Hier sind einmal diese kleinen Futtergläser. Habe ich ja einmal verschieden gemacht mit diesem Pfötchen. Kann man dann auch hinten ein kleines Foto drauf machen. Ich finde ja immer bei DM oder so diese Fotos Automaten, da kann man ja diese Mini-Bildchen machen und da kann man das cool ausdrucken und in so ein Album reinkleben. Und so habe ich einmal hier ein süßes kleines Album gemacht, wo dann eben Hundefotos rein können. Hier nochmal so ein paar Knochen, hier auch wieder so ein Futterglas. Das wollte ich nur einmal so zeigen, so als Idee kann man ja auch mal alles ganz anders gestalten. Das ist einmal dieser kleine Hund hier vorne drauf. Ne? Hier hat er jetzt einmal diesen Pulli an. Die Schnauze hier habe ich auch wieder so ein bisschen
angemalt mit einem weißen Stift, so Lichtpunkte reingesetzt, genauso wie die Augen und habe das einmal mit dem Siegellack ein bisschen glänzend gemacht, dass es so ein bisschen plastisch aussieht. Der ist ganz niedlich geworden. So sieht er noch einmal einzeln ausgestanzt aus und fertig, eine andere Farbkombi. Und ich habe noch mal eine Karte gemacht. Und zwar eine ganz einfache Shaker-Karte, nur mit Tüll, habe aber keinen Abstand gelassen und habe das nur so einfach draufgeklebt. Hier hatte ich noch eine Schleife, die habe ich von Kerstin letztens in meiner Happy Meal gehabt und auch diese süße Schrift. Und habe einfach eine ganz simple Karte gemacht mit Fun und dann kann man ja entweder noch Wörter dazu kleben oder eben irgendwie was Lustiges reinschreiben. Die nächste Stanze ist ein kleiner Backhandschuh. Das ist dieser hier, der hat so embosste Elemente. Und dann ist das einmal ein kleiner Bär, der eine Kochmütze auf hat, den man auch um die Schnauze herum ein bisschen leeren kann und die Pfoten auch. Und ich habe daraus ein kleines Tag-Flip-Album gemacht. So sieht das aus. Ich habe das einmal diesen Bär eben ausgestanzt, habe einmal da die Nase und die Augen zusammengeklebt, den so ein bisschen ein paar kleine rote Bäckchen gebrusht, noch eine Schleife. Hier ist diese kleine Kochmütze und die kleinen Hände, die konnte man eben leeren. Und dieser Handschuh, überall wo das embossed war, habe ich ganz dünn nochmal so Siegellack aufgetragen. Dadurch wirkt das nochmal ein bisschen anders und habe jetzt hier einfach Kekse mir noch ausgestanzt mit Buchstaben und viele, viele bunte Blumen draufgeklebt. Passend zu diesem bunten Papier so ein bisschen. Und so ist jetzt einmal dieses Deckblatt von diesem kleinen Tagflip-Album. Ich habe hier noch so ganz einfache Spitze ran gemacht. Und hier werden Keksrezepte reinkommen. Das möchte ich noch weiter verschenken. Und deshalb hat das noch leere Seiten. Einmal alles ganz im Bund, aber das war so meine Idee zu diesem kleinen süßen Bären, der aus diesem Backhandschuh guckt, eben einfach ein kleines Keksrezeptalbum zu machen. Wie gesagt, das geht auch noch weiter. Da kommen dann einfach kleine Zeitungsausschnitte rein oder kleine Rezepte zum Nachbacken für jemanden, der backen liebt. Die nächste Stanze ist diese hier. Das ist entweder ist es eine Bienenkönigin oder für mich ist es eher eine dicke Hummel. Das ist eben der Körper. Hier kann man die Streifen leeren. Diese Hummel, die hat eine Blume in der Hand, viele kleine Beinchen, die Flügelchen und eine Krone und dann noch ein paar Wangen. Ich habe eine Karte gemacht und zwar habe ich das mit diesem Pergamentpapier gemacht, mit diesem bunten aus dem Action, weil ich bei Steffi von Handmade bei Steffi in ihrem Video gesehen hatte, dass sie damit Karten gemacht hatte, auch als Schicker. Und habe ich gedacht, hey, das machst du mal nach. Das ist eine coole Idee. Habe auch nur so ganz wenig Schickermaterial hier einmal hintergemacht. Ich schüttel das mal nach oben. Jetzt sieht man das so ein bisschen, dass hier so ein paar Herzen im Hintergrund sind. Und habe auch nur ganz wenig Moosgummi hintergeklebt, dass das nicht so dick wird, die Karte. Und habe jetzt, wie gesagt, diese dicke Hummel hier drauf platziert, dass das so ein bisschen frühlingshaft aussieht. Und ich hatte noch diese Schriftstanze, Be Mine, habe die auch doppelt geleert in so einem Braunton, dass das Ganze eben zu diesem Hummelkörper passt, dass das alles farblich so ein bisschen ist. Und deshalb habe ich hier so eine riesengroße Shaker-Karte gemacht. Und dann kann man eben seine Karte schreiben und das einmal reintun. Das ist einmal eine dicke Hummel. Es geht sehr honiglastig weiter und zwar, das ist eine Shaker-Stanze, das ist einmal das Hinterteil, der Shaker, dann kann man das Ganze noch dekorieren mit runtertropfendem Honig, ein Honiglöffel, den kann man auch leeren, einen Deckel, dann so eine typische Honigwabe und eine kleine Biene dazu. Das ist so ein relativ großes Set und ich habe da draus ganz klassisch erstmal nur einen Kartenaufleger gemacht. Auch wieder mit Braun gearbeitet, weil es ja ganz gut passt, immer zu Bienchen. Einmal hier in Glitzergelb diesen tropfenden Honig darüber geleert und das Ganze mal aufgeklebt und alle Teile dieser Stanze benutzt. So sieht das einmal dann alles aus, was man damit machen kann. Das ist jetzt ein klassischer Kartenaufleger oder halt ein Embellishment. Und hier habe ich einmal noch so einen klassischen Checker gemacht. Ich habe extra blaues Papier ausgewählt, damit es eben aussieht wie so ein bisschen ein Glas. Einmal mit gelbem Glitzerpapier eben diesen runterlaufenden Honig mir die Farbe da gewählt und draufgeklebt. Dieser Honigstab, den habe ich einmal bewusst mit reingelegt, einmal mit Gold appliziert und habe auch diese Honigfüllung jetzt eben in Glitzer und Gelb gemacht, dass nicht ganz so auffällig ist. Hier ist diese Honigwabe, noch ein kleines Schild mit draufgeklebt, Happy Day und oben noch ein kleines Loch mit reingemacht, dass man das eben dann als Geschenkanhänger einfach irgendwo mit ranbinden kann, diesen kleinen Shaker. Aber das ist einmal so die Variante von diesem Honigtopf-Shaker.
So, und dann kommt hier auch schon die letzte Stanze zu guter Letzt. Das ist einmal hier so eine riesen Kuchenplatte mit Glocke, total niedlich. Das ist einmal diese Glocke, das ist der Ständer, den kann man hier unten den Fuß einmal doppelt leeren, noch eine Schleife mit dazu. Dann haben wir hier ein paar Donuts, die kann man auch verschieden leeren mit dem Zuckerguss und dann nochmal Sprinkles dazu und ein paar Deko-Elemente wie auch nochmal ein bisschen Streusel in Herzform, Sternchen und so ein bisschen rund und einer Schleife. Und ich habe daraus gemacht einmal eine Karte. So sieht das Ganze einmal aus. Habe ich mal mit viel Rosa gearbeitet und habe eben diese Kuchenglocke einmal nur ausgestanzt und habe jetzt den Shaker dahinter gesetzt. Mal ganz anders gemacht, ganz viele Steinchen reingetan, habe als Hintergrund Tapete genommen, die ich immer hier rumliegen habe, die so schön ist, damit das nicht so glänzt. Habe hier die Donuts schön pastellfarben ausgestanzt und die Sprinkles drauf geklebt. Den Ständer habe ich in so einem schönen metallischen Grün gemacht, in so einem Holo mit dieser kleinen Blume geleert und den Ständer nochmal mit Glitzerpapier. Oben das Herz hatte ich nochmal einzeln ausgeschnitten und einfach doppelt drüber geleert. Und so habe ich einmal diese kleine Kuchenglocke hier mit den Donuts drin einmal so als Shaker gemacht, als dicke Karte. Habe hier so schönes irisierendes rosanes Papier. Das sind diese Actionkarten und noch ein paar Ecken gestanzt in Roségold. Das passt ganz schön. Und hier habe ich noch so Glitzerband hintergeklebt, damit der Shaker eben von der Seite mit diesem Schaumgummi nicht so hässlich ist. Und nochmal doppelt geleert mit anderem Papier. Aber das ist einmal jetzt die Variante. Das ist so, glaube ich, das Klassische, was man mit dieser Stanze machen kann. Oder eben man klebt alles einmal nur aufeinander. Und ich habe aber noch mit ein bisschen mehr Aufwand auch nochmal einen Shaker gemacht. Der sieht jetzt so aus. Das war ein bisschen friemelig, weil ich mir immer wieder das einmal einzeln ausstanzen musste und zurechtschneiden musste und das hier, um das drunter zu kleben. Aber hier habe ich eben auch einmal zwei Donuts reingetan, habe so einen Tüllshaker draus gemacht mit so Herzchenhintergrund, das Papier und einmal den Sockel hier aus holographischem Papier und nur Glitzerherzchen drauf gemacht und noch eine dicke Schleife, die hatte ich von Kerstin noch als Mittelpunkt und so habe ich hier einen kleinen Shaker und den kann man dann ja hier oben einmal anhängen irgendwo als Geschenkanhänger. Ja, finde ich so voll die coole Variante. Schade, dass es auch sowas in der Art nicht als Shaker gibt. An alle Hersteller von AliExpress, sowas brauchen wir mehr, dass man dann halt so eine Shaker machen kann. Das ist total niedlich so in der Form. Leider, wie gesagt, gibt es die Stanze aber nicht her. Da muss man dann, glaube ich, ein bisschen geübter sein und muss da tüfteln können. Ja, das war dann auch heute schon mein Bastel-Update. Nächstes Video kann ich schon mal ankündigen, wird ein Shaker-Tutorial werden, weil ich oft gefragt wurde, wie ich was mache und da werde ich einmal richtig von A bis Z jeden Schritt zeigen, erklären, wie ich was mache, aber es werden nur Tüllshaker sein. Also diese Variante mit dem Netz oben drauf, aber das ist super einfach, man muss sich nur ein bisschen Zeit nehmen, aber dann kann das jeder, dann dürft ihr gespannt sein. Also schaltet gerne wieder nächste Woche ein zu einem neuen Video und bis dahin sage ich Tschüss!